Was geht ab? Und heute zum neuen Video von mir. Heute werde ich mal ein paar Outfits zeigen. Also ich werde euch ein Outfit zeigen. Ja, ich würde mal sagen, let's begin. So, ich bin wieder da. Ja, und ich würde mal sagen, let's begin. Also wir fangen an mit ein ganz normales T-Shirt, das ich mir gegönnt habe. Ja, das hier steht noch Hashtag Streetstyle. Hier, Leute. Das ist auf jeden Fall übelst fresh. Warte, ich mach mal das, damit ich deutlicher sehen kann. So, hier ist das T-Shirt. Ja, ich zieh das mal für euch an. So, Leute, das hier ist das freshe Shirt. Freshe T-Shirt. Also, ich finde das übelst fresh. Ist von. Kann ich jetzt schließen? Ja, das ist hier halt eben so ein, so eine, wie soll ich sagen, so eine komische Farbe. Das ist so ein blau-weißes, also ich weiß nicht, unbekannte Farbe für mich. Kommen wir zu der nächsten Sache, und zwar, ich muss mal eben. Da. Also das hier ist so ein Justin Bieber T-Shirt. Wir wollen alle, die sagen, Justin Bieber schuld. Ja. Ich feiere seine Musik. Ja, steht da noch was? Das ist von seiner Tour, aber habe ich nicht was von seiner Tour bekommen. Oder so, keine Ahnung. Ich habe das gekauft. Hier steht noch My Mama Don't Like You, Bieber. Aber also, ich liebe meine Mama und sie mich auch. Das ist nur ein Stück von Song. My Mama Don't Like You. Ja, und damit sehe ich auch fresh aus. Ich ziehe es kurz mal an. Jo, also so sieht das aus. Und so sieht das von hinten aus. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt lesen könnt. Ich gehe ein bisschen da mal auf die Knie. Ich weiß nicht, ob man das gut lesen kann. Aber ich hoffe. Ja, okay. Dann kommen wir auch zu dem nächsten Teil. Und zwar ist das eine heftige. Das ist eine heftige Skinny Biker Jeans. Ja, die fand ich übelst fresh. Die habe ich ja auch getragen. Also ich habe alle getragen bisher. Die ist mega bequem. Die hat diese Biker-Rillen oder wie man das nennt. Keine Ahnung. Ja, hier hinten an den Taschen auch noch. Hier. Ja, das hat hier. Ja, auch fand ich übelst fresh und habe ich mir die einfach gekauft. Zieht ihr auch noch kurz an für euch. Bam, Leute, so sieht das aus. Man kann nicht gut die Biker, oder wie man das nennt, sehen, aber übelst fresh aus. Ja, okay. Jetzt kommen wir zu den Highlight des Outfits. Ja. Des Videos. Und zwar. Was mache ich da? Leute, ich habe mir einfach Adidas Tubular
beginnt. Hier Adidas Tubula. Steht nochmal innen Adidas Tubula. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr das lesen könnt. Hier Tubula. Auf jeden Fall mega fresh. Manche meinten, das wäre ein Yeezy, aber ein Yeezy für unter 100 Euro, aber für mich sieht der gar nicht so aus wie ein Yeezy. Also ein bisschen Ähnlichkeit, aber sonst hier ist jetzt richtig viele Details. Hier die Lasche, was für Lasche, hier die Naht und hier die Lasche. Ja, aber Leute, hier ist eine Naht, aber keine Yeezy Naht. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt seht. Hier, die läuft hier so ab. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt gerade gut seht. Hier. Ja, meine anderen Schuhe ist ja das gleiche. Hier ist noch das Adidas Logo auf den anderen Schuh auch. Jetzt gerade umgedreht so rum. Ja, Sohle auch. Ich habe die schon benutzt, ja. Und das war's auch schon mit dem Video. Und ja, dann bis zum nächsten Video. Ciao.